Wenn man den bisherigen Verlauf des heutigen Handelstags auf den Punkt bringen will, könnte man sagen, die Zinsen explodieren. Gemeint sind die Kapitalmarktzinsen und die Aktienmärkte fallen, denn die Amerikaner haben eine Angewohnheit, ich weiß nicht, ob Ihnen das mal aufgefallen ist, wenn die 10-jährige US-Staatsanleihe über 4% steigt, dann reagieren die Aktienmärkte negativ. Genau das ist heute passiert, nach viel besser als erwarteten US-Konjunkturdaten, angefangen vor allem mit dem ADP-Arbeitsmarktbericht, sonst eigentlich so ein Konjunkturdatum eher aus der zweiten Reihe, gilt als Indikation für die Non-Farm Payrolls, die ja morgen kommen, also die großen Arbeitsmarktdaten, aber diese heutigen ADP-Zahlen, die waren so außerhalb der Reihe mit knapp 500.000 neuen Stellen bei 225.000 Erwarteten, dass da die Märkte massiv reagiert haben. Wir sehen, das ist der beste Wert seit über einem Jahr. Viel, viel besser also als erwartet. Die Renditen, die Zinsen für Staatsanleihen begannen maßgeblich nach oben zu laufen, auch wenn Goldman Sachs sagt, naja, da könnten saisonale Faktoren eine deutliche Rolle gespielt haben. Deswegen bleiben sie bei ihrer Erwartung für die morgigen Non-Farm-Payroll-Daten, also die Arbeitsmarktdaten. Man erwartet seitens Goldman 250.000 Stellen morgen, Konsenserwartung etwas niedriger bei 225.000. Dann kam 16 Uhr der ISM-Index. Service, auch der deutlich besser, da ging es ja zuletzt nach unten, jetzt geht es wieder nach oben mit 53,9, deutlich besser als 51,2. Die Preise sind noch steigend, aber da sehen wir doch eine gewisse Abflachung, anders als etwa der S&P Global Index, nämlich der Einkaufsmanager Index, gezeigt hat. Da sprach man von einem Cost Pressure, also von praktisch Kostendruck, der da entstanden ist, der weitergeht, vor allem durch steigende Löhne. Das ist aus dem ISM jetzt nicht sichtbar geworden. Schauen wir mal, wie die Dinge da sich entwickeln. Aber das hat die Renditen dann letztendlich noch weiter nach oben getrieben. Zumal heute Miss Logan, das ist der Klon von Frau Baerbock auf Amerikanisch, die Fed-Chefin in Dallas, gesagt hat, also wir müssen noch viel restriktiver werden mit unserer Geldpolitik. Wir müssen die Zinsen weiter anheben im Klartext. Und sie sagt, da ist einfach noch viel zu viel Widerstandsfähigkeit in der Wirtschaft, wir müssen die Nachfrage nach unten bringen und hier sehen wir dann nochmal die Reaktionen der Märkte, speziell jetzt der Anleihemärkte, die Kapitalzinsen maßgeblich nach oben, die 10-jährige US-Staatsanleihe im Hoch über die 4,08er Marke, da ist praktisch so eine bullische Wedge nach oben rausgegangen, ein deutlicher Anstieg von fast 15 Basispunkten, das ist am Anleihemarkt schon eine echte Hausnummer und genau dasselbe sehen wir etwa in Deutschland, in Europa insgesamt, 15, 17, 21 Basispunkte, die Renditeanstiege für die jeweiligen 10-jährigen Anleihen hier auch in der Eurozone, das ist schon eine ganze Menge. Und das alles korrespondiert mit dem, was gestern Williams von der New York Fed schon gesagt hatte. Der sagte, na, der Hausmarkt, Consumer Spending, alles still too resilient, alles zu widerstandsfähig und deswegen PCE, Verbraucherpreise, sticky, auch wenn die ein bisschen nachlassen. Wir müssen also weitermachen mit den Zinsanhebungen und die Anleihemärkte reagieren. Die zweijährige Staatsanleihe auch sehr im Fokus und sehr sensibel auf das, was die Fed tut. Die ist jetzt auf dem höchsten Stand seit vielen, vielen Jahren wieder über die 5%-Marke geschossen und damit ist eine echte Alternative zu Aktien eben auch gegeben. Und die Märkte sind ja davon ausgegangen, naja, also das wird bald zu Ende sein mit dem Gespenst der Zinsen. Die Frage ist, es passiert das. Gucken wir mal in die 80er Jahre zurück. 81 und 88, da hat es 12 Quartale gebraucht. Also 3 Jahre, bis die Inflation dann wirklich nach unten gegangen ist. Das kann diesmal komplett anders sein. Die Frage ist, was passiert mit den Löhnen? Haben wir diese Preis-Lohn-Spirale, also dass die Löhne dann reagieren auf die gestiegenen Preise, weil die Arbeitnehmer sagen, hey, erstens haben wir strukturellen Arbeitskräftemangel, ich kann mir das aussuchen und B, dann müssen die Arbeitgeber eben auch die Löhne nach oben bringen. Hier sehen wir mal die 5-jährige Realrendite. Ist gestern schon um 7 Basispunkte gestiegen, jetzt das erste Mal seit 2008 über
2%. Das zeigt, so Holger Cipic, dass die Politik, dass die Bedingungen, die Finanzbedingungen langsam restriktiver werden. Und das gilt auch für die Liquidität. Denn wir haben faktisch einen doch relativ deutlichen Liquiditätsentzug. Wenn wir hier mal die Liquidität durch die Notenbanken sehen, indem praktisch die Fed, die EZB, die Bank of England, die Japaner, die Chinesen, nennen, wer da alles dabei ist, und dann sehen wir hier mit dieser roten Linie, das geht doch relativ deutlich nach unten, macht aber nichts, haben sich die Aktienmärkte gesagt, wir haben doch künstliche Intelligenz, und hier sehen wir mal, wie das doch ziemlich auseinanderdriftet. Und die Frage ist, muss sich diese Lücke schließen zwischen dieser Liquidität und den Aktienmärkten und die Lücke, die zwischen den Renditen entstanden ist und etwa dem Nasdaq, den Tech-Werten? Normal war es immer so, steigende Renditen schlecht für Tech-Aktien, fallende Renditen gut für Tech-Aktien. Aber jetzt möglicherweise haben wir eben auch noch einen Faktor, der hier ein zentrales Ding ist, nämlich es kommen wahnsinnig viel Anleihen auf den Markt. Die Amerikaner haben jetzt seit Aufhebung der Schuldengrenze mal eben 850 Milliarden Dollar an Schulden aufgenommen, und sie werden weitere Schulden aufnehmen. Das heißt, es kommen immer wieder Staatsanleihen auf den Markt, und die brauchen Käufer, und die Käufer sagen, naja, dann will ich aber schöne Rendite haben. Das heißt, je mehr Angebot und je weniger Nachfrage, umso höher die Renditen. Deswegen könnte das doch ein Phänomen sein, was noch nicht so schnell vorbeigeht. Und Bob Marley hat einst getextet, you can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. Man kann die Leute also zwar manchmal veräppeln, aber nicht dauerhaft veräppeln. Und hier sehen wir mal diese Unterschiede zwischen der Anleiherenditen oder den Anleiherenditen. Hier untere Linie. Das ist der TLT, das sind länger laufende Anleihen. Wenn die fallen, dann steigen die Renditen, und dem Nasdaq normal ist das relativ parallel gelaufen. Diesmal ist alles anders. Fett, was wird da passieren? Wir haben ja am 26. Juli dann die nächste Sitzung, und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Fett die Zinsen anhebt, laut Fed Fund Futures jetzt bei 93,6%. Und es gibt sogar eine 24-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass im September dann die Zinsen nochmal angehoben werden oder eben dann am 1.11. nochmal angehoben werden. Dafür die Wahrscheinlichkeit bei 37%, während die erste Zinssenkung jetzt in den Mai verschoben ist, Mai 2024. Vorher hat man gesagt, naja, okay, vielleicht nicht 2023, aber dann gleich im Januar wird es nach unten gehen. Also wir sehen, da hat sich die Erwartung der Märkte total verändert, und das spiegelt sich dann auch in einem sehr wichtigen Bereich, nämlich in den sogenannten Mortgage Rates, also den Hypothekenzinsen. Die sind jetzt wieder über 7% gestiegen. Was bedeutet, wenn ich zum Beispiel einen Hypothekenkredit von 400.000 Dollar aufnehme, dann habe ich vor zwei Jahren noch 1.600 Dollar im Monat bezahlt. Jetzt würde ich 2.700 Dollar bezahlen. Vor, naja, einigen Wochen waren diese Zinsen, Hypothekenzinsen noch bei 6%, also wir sehen, da ist durchaus was passiert. Und all das kommt jetzt in eine total bullische Stimmung. Wir haben heute frisch die Daten der US-Privatinvestoren. Da ist fast die Hälfte jetzt bullisch. Wir sehen unten die Vermögensverwalter, die haben jetzt immer mehr. Wir sehen, die Vermögensverwalter, die haben jetzt ihre Quoten, ihre Investitionsquoten wieder nach oben gefahren. Jetzt wieder über 83%. Letzte Woche waren wir noch unter 76%. Und die Grundfrage, die sich jetzt stellt, diese Stärke, die wir vor allem am Arbeitsmarkt sehen in den USA, ist das ein Zeichen, dass die Wirtschaft robust ist? Ja oder nein? Diego Fastnacht hat hier auch mal die Kehrseite gezeigt. Ja, es wurden mehr neue Jobs geschaffen, aber wir sehen auch, dass die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe doch nach oben gehen, und wir sehen auch, dass es weniger offene Jobs gibt, dazu gleich mehr. Und hier könnte man natürlich auch sagen, der Arbeitsmarkt ist ein nachlaufender Indikator. Und hier sehen wir auch, wie Fastnacht hier zeigt, dass die Anzahl der gearbeiteten Stunden und die sinkenden Stellenanzeigen das Bild des boomenden Arbeitsmarktes eigentlich nicht bestätigen. Und es gibt ja die These, die jetzt vom Wall Street Journal aufgeworfen wurde, sind denn diese US-Arbeitsmarktdaten, die Non-Farm Payrolls, die morgen kommen, überhaupt zuverlässig, oder ist das letztendlich so ein bisschen verzerrend? Das ist schon lange meine These, dass die verzerrend sind. Also ist der Arbeitsmarkt wirklich ein Ausdruck einer robusten Konjunktur, oder reagiert der wie oft
verspätet. Wir haben immer wieder gesehen, dass die Arbeitslosigkeit dann rekordniedrig ist, kurz bevor eine Rezession einsetzt. Und hier sehen wir mal die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Die sind jetzt auf einem Niveau, was die reine Zahl betrifft, die eigentlich schon unmittelbar vor einer Rezession der Fall ist. Also möglicherweise sehen wir hier bestimmte, wie soll man sagen, erstens ein spätlaufender Indikator, der Arbeitsmarkt insgesamt, und dann vor allem die statistische Ermittlung der Amerikaner vielleicht ein Problem. Jedenfalls sehen wir hier die Job Vacancies, also die offenen Stellen. Da sind wir jetzt doch relativ deutlich wieder zurückgekommen. Also so viele offene Stellen wie noch vor einigen Wochen gibt es nicht mehr oder vor einigen Monaten. Auch das vielleicht nicht unbedingt ein Ausweis der Stärke. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, Europa kippt nach unten. Hier Economic Surprise Index, Europa ganz furchtbar, China auch sehr, sehr schwach. Wie kann es sein, dass die Amerikaner sich da so entkoppeln? Die haben ja auch relativ hohe Zinsen. Und wenn wir jetzt noch mal kurz zu den Märkten kommen, sehen wir hier einen Chart von Sven Henrik, der zeigt, dass der S&P 500 oben an seiner Trendlinie angekommen war mit negativer Divergenz im RSI, und unten sehen wir den Ausbruch des VIX, der heute mal entspannte 19% gestiegen ist. Das ist natürlich schon eine ziemlich heftige Bewegung, und heftig hat es auch den DAX erwischt. Der ist gefallen auf 15.495 Punkte. Marius Schweizer von Projekt 40 wollte mir noch einen Chart schicken, haben wir jetzt nicht pünktlich zum Video geschafft, den werde ich wahrscheinlich morgen bringen, wo er sagte, wir hatten dieses Projektionsniveau, diese 15.495, die haben wir exakt angelaufen, werde ich morgen hoffentlich zeigen können, und das vor dem Hintergrund, dass ja vor allem die Daten aus Deutschland immer schlechter geworden sind, was die Einkaufsmanager-Indizes betrifft. Also der DAX, der war jetzt Anfang Juli vor wenigen Tagen noch bei 16.200, jetzt mal kurz unter die 15.500 gedippt. Drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Was bedeutet das für die Immobilienmärkte? Sehen wir da wirklich jetzt praktisch schon eine Trendwende? Anstieg der Immobilienpreise, wie hier Immobilien, Immowelt und ImmoScout hier sagen? Oder ist das praktisch ein Dead Cat Bounce, eine kurzfristige Erholung? Erste Empfehlung, und dann die zweite Empfehlung. Absolutes Muss, meine Damen und Herren. Daniel Stelter, Industrie wandert ab. Wir werden zum Armenhaus Europas. Das bringt die Dinge auf den Punkt. Wir erleben so einen Abstieg in Zeitlupe, der von manchen beklagt wird, aber andere sagen, ah, ist doch alles nicht so schlimm. Entspannt euch doch mal, wird doch schon alles, gell, Energieproblem, da muss man mal ein bisschen optimistisch sein, gell, du legst eine mathematische Gleichung vor, warum das nicht funktionieren kann, und andere sprechen von religiösem Optimismus, sei es drum. Zweite Empfehlung, Daniel Stelter, immer ein absoluter Hingucker. Und die letzte Empfehlung, meine Damen und Herren, was im Westen kaum beachtet wurde, China hat seinen Notenbankchef ausgetauscht, Yi Gang, der noch im März im Amt bestätigt wurde von Xi Jinping, aber der Yuan ist im freien Fall zum Dollar, das ist ein Gesichtsverlust für die Machthaber, und jetzt hat man einen etwas jüngeren Notenbankchef will man installieren, ein Banker, Ex-Banker, der kennt sich also besser auf und dessen Auftrag ist, bring mir den Yuan wieder ein bisschen nach oben, weil sonst das sozusagen ein Ausweis unserer Schwäche ist, das wollen wir nicht. Hochinteressant. Diese drei Artikel, jetzt sage ich Servus und Ciao.